Hallo, in diesem Video möchte ich über Gleitkommazahlen reden. Genauer über Probleme, die wir haben in Bezug auf die Genauigkeit, wenn wir damit rechnen. Und wir starten direkt rein. Wir haben ein Problem, wenn wir Zahlen haben, die einen großen Unterschied haben. Sagen wir haben hier den Wert 100, 0,00. Und hier haben wir den Wert 0,01. Dann werden die beiden Zahlen normalisiert. Die obere Zahl wird zu 1,0 mal 10 hoch 2. Und die untere Zahl ist auch gleich 1,0 mal 10 hoch minus 2. Wir gehen in diesem Beispiel übrigens außerdem davon aus, dass wir nicht mehr als zwei Kommazahlen haben. Das heißt, alles, was dahinter kommt, würde abgeschnitten werden. So, und jetzt versuchen wir, diese zwei Zahlen zu addieren. Was macht der Computer? Ja, im Computer. Der muss die zwei Zahlen angleichen. Und zwar muss er aus der kleineren Hochzahl die größere Hochzahl machen und die Mantisse dabei entsprechend anpassen. Das heißt, wir müssen hier eine hoch 2 hinkriegen. Ich schreibe das einfach mal unten drunter. Diese Zahl ist also genau dasselbe wie 0,0001 mal 10 hoch 2. So, und wenn wir jetzt diese obere Zahl und die untere Zahl addieren oder subtrahieren wollten, ich schreibe das mal hier unten hin, dann sieht unsere Operation so aus und ich schreibe mal hier jetzt für beide noch dahinter mal 10 hoch 2. So, was gibt das? Wie ich eben schon angemerkt habe, wird bei uns alles nach der zweiten Stelle abgeschnitten. Und was tatsächlich stattfindet innerhalb des Computers, ist, dass 1,00 mal plus 0 gerechnet wird. Entsprechend ist das Ergebnis 1,0. Genau deswegen muss man aufpassen, wenn die Entfernung dieser zwei Zahlen zu weit ist, dann geht die Genauigkeit von der zweiten Zahl extrem nach unten. Oder sogar wie in diesem Extrembeispiel hier, geht komplett verloren, die Information, weil sie einfach viel zu klein ist. Man kann jetzt natürlich damit argumentieren, dass, naja, wenn du 100 hast und 0,01 draufrechnest, dann ist das ja immer noch fast 100. Also so viel hat sich ja gar nicht getan. Das Problem kommt dann, wenn man mit dieser Zahl hier dann weiterrechnen möchte. Achso, übrigens, Entschuldigung, man darf natürlich hier nicht vergessen, das ist mal 10 hoch 2 noch. Aber dazu gibt es dann später nochmal ein Beispiel.